Stadt Gugge. Einfach anschauen. Herzlich willkommen zu unserer vierten Sendung von Stadt Gugge. Wir sind heute für Sie hier unterwegs im Industriegebiet im Fluss und wollen mal gucken, was es beim Biwa so Neues gibt und was sich so alles tut. Danach machen wir noch einen Abstecher zum Jugendzentrum und natürlich haben wir auch wieder alle aktuellen News aus dem Stadtgeschehen für Sie mit dabei. Also bleiben Sie dran und gucken Sie selbst. Hallo Christoph, hallo Robin. Vielen Dank für die Einladung, dass wir jetzt heute hier zu euch in euren neuen Räumlichkeiten hier kommen durften. Wir sind ja sehr glücklich, dass ihr euch jetzt hier in Erlenbach bei uns ein neues Zuhause gefunden habt, eine neue Heimat gefunden habt. Warum habt ihr euch denn für uns entschieden? Warum für Erlenbach? Die Antwort darauf sind zwei Namen. Das ist der Michael Benninger und die Frau Claudia Müller-Bartels, die sich beide wochenlang bemüht haben, es möglich zu machen, dass wir eben hier nach Erlenbach gekommen sind. Denn für so einen Club und mit Live-Musik ist es nicht einfach, einen Standort zu finden. Und deswegen waren wir sehr froh und das ist auch der Grund, warum wir letztendlich hier gelandet sind. Was ist denn euer Konzept? Treten Bands auf, Solokünstler oder habt ihr vielleicht auch noch irgendwie was anderes geplant? Ja, also wir möchten schon gern den Spirit des alten Biwas mit hier nach Erlenbach nehmen und ja, sowohl von den Schlagerstars bis hin zur Heavy Metal Band möglichst breit im Publikum Musik anbieten. Wir möchten aber auch wieder Lesungen hier stattfinden lassen oder auch Puppentheater für die Kinder. Aber auch den Privatpersonen zum Beispiel die Möglichkeit bieten, das Biwas zu mieten für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder aber auch für ja, geschäftliche Veranstaltungen. Christoph, du hast ja bekanntlich eine sehr, sehr große Plattensammlung. Hast du da einen bestimmten Favorit oder Favoriten vielleicht, die du mit einem bestimmten oder besonderen Erlebnis in Verbindung bringst? Ich konnte mal einen Tag mit Paul McCartney in Berlin verbringen mit Pressekonferenz, Mittagessen und allem drum und dran. Und das war für mich das schönste Erlebnis mit einem Musiker. Wann geht's denn jetzt offiziell los? Was ist als nächstes geplant? Und was habt ihr im Herbst so alles noch vor? Also wir fangen jetzt im August an hier mit unserem Biwas Sommer Open Air draußen vorm Laden und möchten dann ab September hier drinnen voll durchstarten. Wir haben einen Schlager im Programm, Bluesrock, die Toten Hosen Tribute Band und also wie gesagt, das gesamte Spektrum an Musik bieten wir an. Dann sind wir eigentlich auch schon fast durch, nämlich uns würde noch interessieren, wie kam es denn überhaupt eigentlich zu dem Namen Biwas? Es ist jetzt kein gewöhnlicher Name für einen Musikclub. Ich spiele mein Leben lang schon Fußball und wir waren vor Urzeiten mit der Schülermannschaft unterwegs und haben im Auto jedem Spieler einen Tiernamen verpasst. Der eine war der Elefant, der nächste die Giraffe und ich habe den Biber verpasst bekommen. Wie gesagt, es ist kein gewöhnlicher Name, aber vielleicht ist er auch gerade darum so in jedermanns Ohr. Dann wünschen wir euch wirklich viel Erfolg und bleibt so, wie ihr seid. Alles Gute. Und jetzt die Nachrichten und News aus Erlenbach. Terminhinweise und Kulturveranstaltungen. Das Kino Passage lädt vom 5. bis 7. August zum zweiten Picknickkino auf dem Weinfestplatz ein. Mit einer tollen Filmauswahl sind unterhaltsame Sommerabende vorprogrammiert. Am Mainufer nahe der Schiffswerft wird es einen Ausschank geben. Am 28. August lautet das Motto Bier am Pier und am 29. August gibt es für die ganze Familie Coffee and Sweets. Weiter geht die Reihe Sommer unter freiem Himmel am 3. September bei der Grillstation Wallonia und dem Musikkorps Erlenbach. Und in der Taverna Zeus gibt es am 11. September Schlager mit Mario Steffen. Summerfeeling und gute Laune sind jeweils garantiert. Genauere Informationen zu den einzelnen Events entnehmen Sie bitte den nächsten Stadtinfos. Kurz aus dem Stadtrat berichtet. Neu beschlossen hat der Stadtrat die Stellplatzsatzung.
Für Bauherren bedeutet dies, dass mehr Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Ist das nicht möglich, dann können Stellplätze auch abgelöst werden. Dies kostet aber in Zukunft pro Stellplatz nicht mehr 4.000, sondern 8.000 Euro. Kaum ist der Kindergarten Friedenstraße fertiggestellt, schon muss weitergebaut werden. Nächster Schritt ist die Erweiterung des Kindergartens in Mechenhardt. Ob der für einen Kindergarten reservierte Bauplatz in Streit für eine Zwischenlösung benötigt wird, muss noch entschieden werden. Bereits im letzten Jahr wurde den Stadträten Alexander Monet, Heinz Firmbach und Martin Gundert die kommunale Dankurkunde verliehen, da sie sich bereits seit 3 Wahlperioden, also 18 Jahre im Stadtrat, ehrenamtlich engagieren. Aufgrund Corona, etwas verspätet, wurden ihnen in der letzten Sitzung die Urkunden ausgehändigt, verbunden mit dem Dankeschön der ganzen Stadt Erlenbach. Ferienspiele. Das umfangreiche Programm zu den diesjährigen Ferienspielen ist seit einer Woche online und startet mit Ferienbeginn. Die Anmeldephase hat bereits begonnen. Das waren für Sie die Nachrichten und News aus Erlenbach. Wir sind jetzt hier am Jugend- und Familienzentrum und bei mir ist der Leiter, der Ralf Diene. Hallo Ralf. Hallo Claudia. Und der möchte gerne ein paar Worte an die Kinder und Jugendlichen und natürlich auch an die Eltern richten. Hallo liebe Kinder und Jugendliche aus Erlenbach. Unser Jugendzentrum hat seit den Pfingstferien wieder offen für alle. Ihr könnt hier Billard spielen, wir haben eine Tischtennisplatte, wir haben eine Playstation und es stehen PCs zum Spielen oder für Hausaufgaben bereit. Unsere Außenanlage ist seit Juli wieder öffnen, leider mit der Einschränkung, dass man sich durchs Haus anmelden muss, aber das ist nur ein kleiner Schritt, um vergnüglich Fußball spielen zu können. Und fürs Ferienprogramm haben wir uns auch einiges einfallen lassen. Lasst euch überraschen. Nun sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt Stadtgugge einfach anschauen. Das Team von Stadtgugge TV sagt Tschüss und Ciao, ciao.